Mietvertrag, missbräuchlicher Mietzins. Amadeus zieht in seine erste eigene Mietwohnung. Bei einer Tasse Tee mit der neuen Nachbarin erfährt Amadeus, dass der Vormieter viel weniger als er bezahlen musste. Amadeus ist verärgert und fragt sich, darf der Vermieter so viel mehr Miete verlangen? Rechtssprachlich wird so etwas missbräuchlicher Mietzins genannt. Artikel 269 Mietzinse sind missbräuchlich, wenn damit ein übersetzter Ertrag aus der Mietsache erzielt wird oder wenn sie auf einem offensichtlich übersetzten Kaufpreis beruhen. Amadeus begibt sich innerhalb 30 Tagen zur kantonalen Streitschlichtungsstelle und fechtet dort den Anfangsmietzins an. Amadeus darf jetzt einen angemessenen Mietzins fordern. Merke, die Mieter sind durch das Gesetz stark geschützt. Der Vermieter ist in der Festsetzung des Mietzinses nicht frei. Der Gesetzgeber gibt vor, wie viel Gewinn er bei der Vermietung machen darf. Es Erklärvideo wurde von Janik Bucher, Lernender der Freischulen Luzern, erstellt.